So. Trinken. Boah, das war knapp. Ja, ein sehr ungutes Gefühl. Heil Dünner hier. Und der Rest kann ein bisschen Schaden machen. So. Und irgendwie haben die Tränke auch nicht geholfen. Und ich wüsste nicht, dass sie Tränken widerstehen könnte. Ah, Falle. Weg. Wir wollen da runter. So, und jetzt kommt da gleich der Raum mit den Basilisken. Das heißt, nochmal Abspeicher nicht möglich. Ah, wegen der Spinnenfalle. Na gut, dann machst du schon mal deinen Hobgoblin-Stab bereit. Irgendwie kommen momentan nur Hobgoblins raus. Gehst dahin. Na, wo ist der Raum? Da ist der Raum. Und machst die Hobgoblins dahin. So, und schon sind es Gnolle geworden. Okay. Dann machst du jetzt noch eine Haste auf uns alle. Und wir gehen dahin. Markieren die Gnolle und gehen runter. Okay, nehmen wir jetzt alle außer unsere Helden. Das heißt, wir haben alle Gnolle markiert und darauf. Jetzt nehmen wir alle Helden und gehen da weg. Und jetzt müssen die Gnolle angegriffen werden. Jetzt greifen wir an. So. Und keiner kommt rein, weil versteinerte Gnolle im Weg stehen. Ja. So, magische Geschosse auf den, Flammenschlag auf den und das Beste hoffen. Ja, einer ist schon mal tot, das ist gut. Du machst nochmal Flammenschlag auf den anderen, du machst nochmal magische Geschosse auf den anderen und der Rest versucht irgendwie die anzugreifen. So, der Gnoll müsste als nächstes versteinert werden. Jupp, ist versteinert und jetzt ist Minz dran. Der aber Gott sei Dank widerstanden hat. So, magisches Geschoss, rauf, da. Flammenstrahl, rauf, da. Puh, das war böse. Also nicht der Kampf jetzt, sondern die ganzen Kämpfe zusammengenommen generell, aber... Ja, so, jetzt hat auch Shahira ihr Level up wieder. Alles ist gut, alles wird gut. So, große Heilung. Und Blitzstrahl. Speichern. Und jetzt will ich hier raus. Ich will nur hier raus. Und du bist eine teure Halskette. Du bist nix. Ha, sollen wir raus schwimmen oder was? Wird auch Zeit, dass ihr euch hier blicken lässt. Pratt. Pratt stimmt doch, oder? Das ist der Typ, den wir umgebracht haben. Ich muss euch ja wohl nicht erklären, dass wir Zarabok besser nicht warten lassen sollten. Ihr hattet doch hoffentlich keinen Ärger da drin. Er sagte, dass die Mönche darauf reingefallen sind und Gerogon hinter Schloss und Riegel sitzt. Deswegen hat er den oberen Weg aus der Feste genommen, anstatt euch in die Grabanlage, in der Grabanlage zu treffen. Wir müssen uns wirklich beeilen, um ihn noch einzuholen. Dreimal lügen und einmal was anderes. Das nehmen wir das andere. Hm? Tut mir schrecklich leid, aber ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich heiße Gerogon und habe keine Lust, in eine Verschwörung verwickelt zu werden. Also es kommt mir schon ziemlich prätentiös vor. Ach, weil sein Freund Pratt heißt, okay. Euch Zarabogs gefährlichsten Feind zu nennen. Von dem hätte ich etwas mehr Tücke erwartet. Warum er denkt, dass ihr seine Machtübernahme in Baldurs Tor vereiteln könnt, weiß ich wirklich nicht. Macht es euch was aus, wenn ich nicht zum Kämpfen bleibe? Okay. Da habe ich wirklich Wichtigeres zu tun. Schließlich müssen wir einen Krieg anzetteln, wie ihr wisst. Müssen wir das? Ah ja, stimmt, mit Am. Damit Baldurs Tor ein Feindbild hat und sich an Zarabog wendet. Freiheit. Wir sind draußen. Die vier Kartengebiete, die wir jetzt durchwandert sind, oder drei, waren das kleine Stück? Wollt ihr mich veräppeln?
Egal, wir sind raus und das zählt. Jetzt wird gespeichert. LP92 und weh, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Wie es scheint, habe ich auf Aufnahme gedrückt und das war auch gut so. Weil ich hab dann. Euer Leben ist immer noch eine ziemliche Herausforderung. Ihr seid des Mordes an den Anführern des Eisenthrons angeklagt und deshalb werdet ihr bestimmt unerbittlich von der flammenden Faust verfolgt. Trotzdem müsst ihr jedoch in die Stadt Baldurs Tor zurückkehren. Genau dorthin, wo sich eure Ankläger aufhalten. Ihr müsst den Verantwortlichen für eure schwierige Situation finden und ihn bloßstellen. Ihr müsst Zarevok finden. Ha, okay. Das kam jetzt unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass noch eine Cutscene kommt. Wo wir doch gerade eine unten in den Gewölben drin hatten. Was ich sagen wollte. Ich habe nämlich gerade ein ganzes Stück auf einmal aufgenommen. Also 2 Stunden, ohne zwischendurch zu überprüfen, ob es läuft oder nicht. Und es wäre richtig ärgerlich gewesen, wenn dann die Aufnahme futsch gewesen wäre. So, aber wir wollen jetzt unsere Sachen verkaufen. Und dann in Dulaks Turm. Wo kommen wir hier raus? Ging es hier rum? Ich dachte eigentlich nicht. Aber probieren wir mal. Girogon vor. Doch, so weit sieht es gut aus. Und es wäre echt gemein, wenn es jetzt plötzlich nicht weitergehen würde. Aber, ja. Na gut, also gehen wir nach Urlogsbeard zu dem Händler da. Hoffen einfach mal, dass er noch ein paar Sachen hat, die wir gebrauchen können. Und dann geht's wieder in Dolax-Turm. Nee, jupp. Da müssen wir uns aber auf jeden Fall gut vorbereiten. Die richtigen Tränke, die richtigen Stäbe. Genug Munition. Ah, wo bleibt ihr denn? So, die Wache da vorne sollten wir nicht ansprechen. Ah, was da meint er mit der flammenden Faust? Das wird mich jetzt interessieren. Unbeliebt sind wir, ja. Aber ob uns jetzt diese Wachen von der flammenden Faust direkt angreifen oder nur besprechen wollen? Wir könnten auch versuchen, das Ganze vorher mit Scar abzusprechen. Scar war ja der Kommandant von denen. Na gut, erstmal ein- und verkaufen. Keine Unterbrechung, das ist schon mal gut. Und wir wollen da rein. Auch wenn ich jedes Mal vergesse, ob der Wirt hier überhaupt gute Sachen im Angebot hat oder nicht. Ah, schauen wir einfach. So, du wartest immer noch auf den Dolch von deinem Großvater. Tut uns leid, aber das dauert noch ein bisschen. Oder auch nicht. Vielleicht sind wir ja schnell durch, aber irgendwie glaube ich das nicht. Bei unserem Glück. So, der Diamant kann auch weg. Die Briefe können wir nachher auch nochmal aussortieren. Ein Spitzbubenstein, der kann auch weg. Feuerriesenstärke behalten wir erstmal. Den verbraten wir als erstes. Weil ich mag es nicht, so viele verschiedene Stärketränke auf einmal zu haben. Es nimmt so viel Platz weg. So, Trank der Klarheit war. Ja. Macht Wahnsinn weg. Also geht's nicht. So, das haben wir als Zauber, das haben wir als Stab. Blitzstrahl haben wir mehr als genug Stäbe. Die Hexerei bringt fast nichts. Die lämpfige Kugel auch nichts, außer meiner Stufe 20 oder höher. Verwirrung kann weg, Schutz von normalen Geschossen kann weg. Feuerball haben wir auch genug Stäbe. Ne, behalten wir trotzdem. Dimensionstor kann weg, Person festhalten kann weg. Das und kann weg. Das kann auch weg. Das kann weg. Ja, ist gut, dass Minsk jetzt nicht gestorben ist. Sonst wäre es echt ärgerlich gewesen um die ganzen Sachen. So, das auch weg. Und dich auch. Oh, 38.000 Goldmünzen. Schön, schön. 'Klopfen kann weg. Hast du als Spruch. Haste benutzen wir irgendwann mal, um schneller weiterzukommen. Wenn ich ungeduldig werde, der Schutzamulett plus 1 für den jungen Baldurs Tor. Behalten wir erstmal. Eventuell mache ich noch so ein kleines Special, wo ich die letzten Sachen von meiner Liste abarbeite. Das werde ich dann aber, denke ich mal, nachreichen. So, die können auch alle weg. Verteidigungskoordination. Kann Jahira selbst sprechen? Also kann es auch weg.
So, und du hast noch, was bist du für eine Schriftrolle? Von Sarawak an Pratt. Na gut, kann weg. Oh, das Wurfbeil kann eigentlich auch weg. Haben wir noch nicht identifiziert. Das kann weg. Dann gibt man das Beil an Düner hier. Die Schriftrolle auch. So, das kann weg. So. Das behältst du mal lieber. Ich stebe. Ja, das bleibt so vollgemüllt. Und hier haben wir Schutz gegen Säure. Ja. Kannst mal ein Steinchen abgeben. Du hast genug Tränke. Du auch, du auch. Also Heiltränke zumindest. Das heißt, Heldentränke können wir gebrauchen. Stärketränke können wir gebrauchen. Der blöde Hamster. So. Obwohl er hat schon mal noch Stärke, er braucht das nicht. Dann trink du erstmal den Feuerriesenstrang. So. Immer noch überladen. Na okay, du hast doch zwei Schwerter, die du gar nicht brauchst. Gegen Gestaltwandler und gegen Lykantrophen. Gestaltwandler sind nicht so stark, wir verkaufen die jetzt einfach. So. Ja, wir können gleich schlafen. Aber erstmal müssen die Sachen weg. Ja, das Schwert von dem berühmten Balduran bringt nur 1250 Goldmünzen. Schlafen. Und nochmal schlafen. Weil wir es können. So, was haben wir hier? Brief kann weg. Brief kann weg. Brief kann weg. Brief kann weg. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Briefe wirklich weg können. Weil letztes Mal hat es ja auch nichts genützt. Wir hatten ja eigentlich schon Beweismittel und hätten gar keine suchen müssen, aber er wollte sie nicht haben. So, das ist doch schon ein bisschen besser aufgeräumt. Düner hier. Na ja, okay. Die hat ihre ganzen Stäbe, aber die Dinger können mal ein bisschen aufgeteilt werden. Ja, so ist gut. Kannst du die auch noch nehmen? Nee. Dann nimm du die mal. Obwohl, du hast noch jede Menge Gewicht frei, ne? Dann nimm du die mal alle. Also, so viele du halt tragen kannst. So, die Schriftrolle kannst du auch nehmen. Dann hat sie auch wieder ein bisschen Platz. Aha, 5 Slots. Wow. Das kannst du ihr geben. Dafür kriegt sie die Schriftrollen. Und du. Was ist das? Ein Brief an Pratt, der ist tot, das ist egal. Pfeile. Okay, sie hat genug Pfeile. Kriegt sie einfach gleich die Säurepfeile. Allzu viele Kämpfe werden wir wohl hoffentlich nicht mehr haben. Was hast du jetzt noch im Angebot an Sachen? Nur normalen Kram. Na gut, kaufen wir noch ein paar Säurepfeile. Und vielleicht noch ein paar Kugeln. Oh, das war's schon. Na gut, Kugeln für dich. Voll. Und wenigstens sind es auch Zehnergruppen von Kugeln und keine Fünfer. Das geht einen Tick schneller. Und wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, oder vor 10 Folgen oder so, wir sind ja langsam schon so weit, dass wir mehr zaubern als Fernkampfwaffen benutzen. Und das ist auch absolut richtig so. So, du hast, ja, eine Menge Kugeln. Du hast nicht ganz so viele. Gib mal ein paar ab. So, 96 Stück. Das war jetzt keine Anspielung. Und raus hier. Also, wir haben die Tränke. Wenn auch nicht ganz so viele, wie ich gerne hätte. Warum hat er keinen Bow? Achso, man kann Bow nicht klicken. Na gut. Sie hat genau Stäbe, sie hat auch zwei oder drei? Drei von denen, das reicht auch auf jeden Fall. Und ja, Pfeile haben die auch genug, Bolzen auch. Steine meine ich. Also sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Na, mal gucken, ob uns der Turm eines Besseren belehren wird. Aber.
aber ich denke, ich werde jetzt kurz pausieren, denn den ganzen Weg runter, da will ich euch mal ersparen. Vor allem auch den Weg zum Turm hin. Also sehen wir uns gleich wieder.